es fängt ja schon damit an, dass ich sage, ich habe was, das ist mir wichtig, das pflege ich. Schon wichtig, dass das auch in den Köpfen erhalten bleibt. Und nicht so, ich habe das jetzt ein halbes Jahr und dann schmeiße ich es eh weg. Also muss ich auch nicht sorgsam mit umgehen. Es ist ja also jetzt nicht nur bei Schuhen und Taschen, es ist ja auch bei Möbeln oder Kleidungsstücken oder so. Das denke ich schon, dass ich das auch in der Form dann unterstütze. Mein Name ist Karin Adam, ich bin 48 und ich bin gelernte Schuhmachermeisterin. Ich wollte ursprünglich immer irgendwas mit Kunst machen, also Kunst studieren oder Grafikdesign studieren, irgendwie sowas. Ich habe schon als Kind immer gemalt, war so mein Ding, habe ich mich wirklich zurückgezogen. Da gab es so ein Werkstatthaus, da konnte man alles Mögliche basteln, emaillieren und ich weiß nicht was, da war ich ganz oft. Und dann bin ich aber von dem Kunst abgekommen, es war mir nicht bodenständig genug. Dann dachte ich, ja, Schuhdesign wird mich auch interessieren und das gibt's aber nicht als Studiengang. Seit ich angefangen habe, sind die Schuhreparaturen rückläufig. Also es fällt viel weg, die Generation Sneaker sagt man ja immer. Und die ältere Generation trägt ja auch Sneaker und das fällt natürlich alles in der Reparatur weg. Und ich habe aber mir so eine Nische geschaffen, ich repariere hochwertige Taschen und dann arbeite ich die auf, farblich oder wenn Nähte zu machen sind oder neue Henkel. Ich muss auch zugeben, ich habe natürlich einerseits den Frauenbonus in Anführungszeichen, dass viele Frauen kommen und sagen, ja, Sie als Frau haben da Verständnis oder Sie wissen, wie das mit den Taschen und Sie machen das. Und wenn ich das dann gemacht habe, oft stehen dann die Männer im Hintergrund und so, machen Sie auch Reparaturen, können Sie das auch, kam auch schon die Frage. Und dann kamen zuerst die Frauen und dann kamen dann die Ehemänner nach, die dann auch gesagt haben, okay, dann können Sie auch meine Schuhe reparieren. Es werden, glaube ich, immer weniger, die Handwerk in der Form machen wollen, freiwillig. Also ich denke mal, in der Menge wird es nicht mehr benötigt. Man muss sich halt diese speziellen Nischen schaffen, weil es wird immer Menschen geben, die sich besondere Sachen machen lassen wollen oder gute Sachen haben, die sie pflegen wollen. Und von daher, denke ich, wird es den Beruf schon noch geben. Es wird sicher nicht mehr so die Menge der normalen Schuhreparaturen. Es wird eher so spezielle Arbeiten sein. Ich mache gerne so Sachen, wo ich wirklich komplett meine Ruhe habe, muss ich so sagen, wo ich wirklich nur für mich an sowas wie so einer Tasche oder an solchen Sachen arbeiten kann, dann wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg und dann sehe, wie das langsam wird. Ich stehe dann an den Maschinen und dann kann man so für sich arbeiten. Da kann man so abschalten. Das fällt mir schon auf. Also wenn jetzt jemand vor mir läuft, dann denke ich auch manchmal, oh, der sollte vielleicht mal seine Absätze richten.